Der griechische Parlamentsabgeordnete Konstantinos Barbaroussis ist an diesem Montag festgenommen worden. Das Mitglied der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte hatte im Parlament am Freitag aufgrund der Einigung im Namenstreit mit Mazedonien ein Eingreifen des Militärs gefordert. Barbaroussis wurde von einem Sondereinsatzkommando in der Stadt Penteli im Großraum Athen festgenommen. Gegen den 37-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Hochverrats eingeleitet.